failed me for the last time. Herzlich willkommen zur Star Wars Analyse. Wir werden immer ziemlich früh geweckt durch Amerika und Amerika, da kommt Star Wars nun mal her. Star Wars muss man jetzt wirklich mal analysieren nach 40 Jahren. 40 Jahre, wir haben alle Filme Bild für Bild uns herausgeholt, zusammengeschnitten und zu einer Analyse. Wir kommen zu einer Analyse. Wir haben nämlich mit den Amerikanern gesprochen. Die Amerikaner gehen ein bisschen härter mit ihren Star Wars Idolen um, wie wir hier in Europa. Wir sehen Charaktere, wir bekommen eine Story, die an sich 4.500 Jahre, bevor überhaupt alles begonnen hat, jetzt zu sehen ist. 4.500 Jahre, viele sprechen, sie möchten gern Old Republic. Was wir aber sehen, ist heute und vor allen Dingen in wenigen Wochen. Wir werden Codename Rogue One sehen. Es geht mal wieder um den Todesstern, der dann nach diesem Film, wie wir es wissen, halbwegs zerstört wurde. Ein kleines Mädchen auf den Spuren ihres Vaters, der diesen Todesstern gebaut, ein General, der ihn verteidigt, der ihn in Angriff nimmt, der seine Truppen, seine Spezialeinheit auf diesen Vater, ja, also, wie soll man erklären? Wir wollen ja jetzt, ich muss stoppen, ich sehe gerade, da liegt jemand, ja, da liegt jemand, aber das ist ein Jedi und so weiter, also, ihr merkt schon, ich fange an zu stottern, wieso und so weiter. Wir haben hier Bilder analysiert, die auf verschiedenen Planeten zusammengeschnitten, weil einige fragten sich, stopp mal, wieso liegt dort ein Symbol eines Jedi-Tempels? Da liegt ein Jedi, ein Monument, eine Statue, die an sich beim Jedi-Tempel zu sehen war. Ein Canyon. Wir kommen hier gerade heute mal ins Staunen, was uns da so vorgesetzt wird, weil, wenn man sich alles anschaut, Rebels, den blinden Fighter, seine Waffe, seine Geschwindigkeit, und die Frage, woher kommen die Charaktere? Keiner. Also die Amerikaner sind da drin etwas härter, also deswegen komme ich auch gerade hier nicht in den Redefluss. Rebels, blind, dann wird uns ein anderer Blinder vorgestellt, dann wiederum ein erstklassiger Fighter, der wiederum von der Mutter, und alle sind in Sorge, dass dieser Todesstern in Betrieb genommen wird. Wir sehen Rogue One, also Codename Rogue One, und wir sehen den Todesstern in seinen Einzelheiten. Wir sehen, wie alles begonnen hat, wer überhaupt den Todesstern geordert, wer ihn gebaut. Aber wenn man sich das alles so anschaut, aus allen Charakteren, auch Darth Vader, der als monströs uns dargestellt wird, der Vater, der wiederum zwiegespalten, der erniedrigt wird, der an sich nicht möchte, aber dennoch dazu gezwungen wird, diesen Todesstern zu bauen. Der General, der wirklich das Böse, Darth Vader, der uns schon im ersten so ein bisschen so ein Hauch. Also, es geht hier in diesem, worum geht's? Es geht darum, dass ein Film kommt, der mittlerweile ein bisschen aus dem Ruder läuft. Darth Vader, seine Uniform, der Darsteller, Earl Jones, der ihn sicherlich widersprechen wird im amerikanischen Style. Wer wird ihn sprechen hier in Deutsch? Also der Film ist mystisch in seiner Trailer
Geschichte. Also wenn man genau hinschaut, wo ist der Todesstern? Wo wurde er gebaut? Dieser Planet, wo alle draufschauen, ist an sich der Jedi-Orden zu Hause. Der Todesstern, also dann die AT-ATs und die ganzen Sachen, die da plötzlich, also die Szenen, eine Szene nach der anderen. Whittaker, Bein, dramaturgisch, der Planet, die ganzen Planeten, die zusammengewürfelt wurden. Gut, vom 1 bis unendlich soll oder will Disney uns Star Wars demnächst offerieren, auf den Weg bringen. Aber wenn man sich anschaut, ist dort der Jedi-Tempel zerstört worden. Diese Angriffe, Darth Vader, wird Darth Vader auch wirklich der Mittelpunkt des Ganzen sein? Werden die Rebellen der Mittelpunkt des Ganzen sein? Die Waffen, die eingesetzt werden, dann auch die Uniformen und auch die Droiden und die Roboteinheiten, besonders der neue, der große, der umgepolt wurde, der jetzt zu den Rebellen gehört oder auch vorher zu den Imperialisten. Dann die ganzen Szenen, wo alle Stormtrooper aus allen Generationen auf den Weg gebracht. Die neuen Stormtrooper in den neuen Uniformen. Dann die Hauptdarstellerin, die dort eindringt, um die Festplatte zu stehlen, wo der Todesstern an Informationen aufgespielt. Also wenn man sich da auch diese Wunderwaffen des Blinden, der an sich Chewbacca diese Waffe hat und die, ja, der Umgang halt mit den Stormtroopern, die Explosion, dann wieder die Szenen, dann wieder Darth Vader. Was kommt auf uns zu? Was ist Rogue One? Kriegsfilm. Guter Kriegsfilm, schlechter Kriegsfilm. Die Zusammenwürfelung von Szenen, von Orten, ist die Dramaturgie jetzt einfach nur zusammengewürfelt oder auf den Weg gebracht? Wir haben alles mal analysiert, aus allen, aus fiktiven Büchern, aus Rebels, aus dem Neuen, die ganz Neuen, der Film, der auf uns zukommt. Ist das alles passend oder wurde es passend gemacht? Warum ich so nicht fließend spreche, ist, weil diesbezüglich alles noch im Englischen nachhallt. Weil die Amerikaner haben mich darauf gebracht, dieses Mal zu analysieren, weil die Amerikaner dieses Star Wars komplett anders sehen. Sie analysieren wirklich jedes Bild, sie sprechen. Die Zeiten, wo wir zusammengesessen und die sind ja vorbei. Ihr seht jetzt diesen Film, ihr hört mich sprechen. Ihr seht den Eindruck dieser Droiden, die schwarze Einheit. Ihr seht die imperialistischen Flieger. Ja, ihr seht die Hauptdarsteller, die jetzt auf uns zukommen werden. Ihr seht wirklich einen neuartigen Film, eine neuartige Geschichte, oder will man jetzt wirklich Star Wars in the New Generation Zeit umsiedeln? Und 40 Jahre Star Wars, meine lieben Freunde. Stormtrooper, die durch Wasser laufen. Und naja, schauen wir mal.